Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem zweiten Kanal. Endlich mal wieder ein Stallvideo. Und das letzte war ja nicht so lang, es tut mir sehr leid. Ich werde jetzt halt wieder ein längeres für euch machen. Fand ich ja total süß, dass ihr dann sagt, dass es zu lang, zu kurz ist. Ich habe nämlich immer Angst, dass ich die Stallvideos, gerade die Stallvideos, dass ich die zu lange mache. Aber wenn ihr das sagt, es war zu kurz, dann probiere ich heute ein bisschen mehr für euch zu filmen. Ich sitze schon im Auto, ich fahre jetzt halt gleich zum Stall und ich habe nämlich auch eine neue Decke, eine neue Schabracke bekommen. Endlich ist sie da. Hier der Likör, lasst euch nicht beirren, den bringe ich jetzt halt einer Freundin vorbei. Und ich fand halt diese Schabracke so schön. Herzilein steht da drauf, die ist von Löstau, die gab es auch noch in Rot-Weiß. Aber ich habe mich einfach für dieses Blau-Weiß entschieden. Das erinnert mich so ein bisschen an Bayern. Und dann auch mit wie so einem Lebkuchenherz da drauf, finde ich total süß. Ich bin mal gespannt, was die Faunita dazu sagt. Und ich muss jetzt halt echt mal aufhören, mit Schabracken zu kaufen. Ich glaube, das sind jetzt halt meine, ich glaube, das ist meine siebte Schabracke. Ich zeige euch heute mal meine ganzen Schabracken. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich am Stall wieder. Ich bin jetzt am Stall angekommen. Ich richte mir jetzt halt alles zusammen, Halfter, Putzkasten und alles. Und dann hole ich sie von der Weide und dann geht es auf den Sandplatz, weil ich einfach mit ihr wieder ein bisschen Bodenarbeit mache. Ich lasse sie wieder über die Stangen laufen und jo, dann nehme ich euch einfach mal mit. Und hier draußen steht sie übrigens. Da steht sie, meine kleine Maus. Hallo! Schaut euch, wie schön die Mähne jetzt halt auch ausschaut. Wenn die Mähne so, wenn der Wind so ein bisschen geht und die Mähne, ja, aber die Fliegen sind unmöglich, deshalb hat sie auch so ein Fliegenteil auf. So, jetzt hat, wie gesagt, hole ich mal schnell alles und meine Schabracke habe ich jetzt in einem Auto liegen lassen. Ich kann euch jetzt noch schnell meine anderen zeigen, die sind nämlich alle hier. Also hier einmal die Eskadron, ich glaube sie heißt Raspberry, aber ihr wisst ja, ich gebe auf solche Namen, gebe ich nicht so viel. Das ist auch nochmal eine Eskadron. Ja, ich bezeichne sie als Mint, aber es fällt mir schon wieder die richtige Bezeichnung nicht ein. Wartet. Ice Blue heißt die. Dann habe ich einfach eine ganz normale von Crema, so eine blaue. Das war meine erste Schabracke war das. Und dann habe ich hier drunter noch eine. Wartet, ich zeige sie euch mal. Hier ist ein bisschen schwieriger. Und zwar ist die hier so mit Steinchen, also mit so Kristallsteinchen, und die habe ich auch noch mal in Rot und die ist nämlich auch gerade momentan unter meinem Sattel. Da habe ich euch auch schon mal auf Instagram, auf ihrer Instagram-Seite habe ich das euch auch schon ganz oft gezeigt. Und ja, ich schaue jetzt halt mir auch gleich noch ihre Bisswunden an. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, also ich denke mal, dass es jetzt halt schon wieder gut ausschaut, beziehungsweise halt besser. Aber dadurch, dass es halt jetzt halt so Fliegen sind, Fliegen da sind, die setzen sich halt dann immer auf die Stellen und das ist halt immer blöd. Deshalb probiere ich halt immer was drüber zu geben. Ich habe jetzt die letzten Tage die ganze Zeit nur Zink drauf getan und die hasst es halt, wenn man mit einer Sprühdose halt entlang kommt zu ihr. Und ja, ich hatte halt Aloe Vera, tue ich jetzt momentan drauf, sofern es nicht sonnig ist. Und ja, Zink hatte ich halt drauf gemacht. Das Zinkspray ist leer, das kann ich wegschmeißen. Und was ich jetzt momentan drauf gemacht habe, das habe ich von der Chrissy, von meiner Freundin, als Tipp bekommen. Das ist ein Hautpflege-Puderspray und das habe ich jetzt halt immer drüber gegeben. Ja, mein Putzkasten schaut aus. Ich muss den mal aufräumen, dann kann ich gerne für euch auch ein Video machen, was ich alles in meinem Putzkasten habe. Hier seht ihr schon so einen kleinen, großen Überblick. Kleinen, großen, ich meine einen, naja. Das muss halt alles mal geputzt und gesäubert werden. Hier ist auch eine Creme. Ja, so. Jetzt muss ich mir alles sauber machen. Naja, darum soll es heute gar nicht gehen, um meinen Putzkasten. Jetzt hole ich erst noch das Halfter. Sie steht schon bereit. Dann hole ich sie gleich mal raus. Ich glaube, die freut sich auch, wenn ich sie raushole. Und ja, dann kann es auch schon losgehen. Hier ist mein Halfter und mein Strick und meine Longe. Mit der gehe ich dann runter auf den Sandplatz. Und was ich noch rausholen muss, die große Gerte. Mit der treibe ich sie eigentlich nicht wirklich, sondern ich schicke sie nur meistens dann wieder raus. Also wenn die mir nämlich zu nah am Zirkel kommt, ich habe ja nicht so einen langen Arm, und dann nehme ich quasi die Gerte und lasse sie halt dann so quasi rausgehen. Da kann ich euch jetzt nämlich auch noch mal in der Sattelkammer, da ist nämlich die Gerte drin,
kann ich euch auch noch mal meine andere Schabracke zeigen. Aber ich glaube, viele von euch kennen die schon. Heute ist eigentlich relativ gutes Wetter. Soll nur am Nachmittag schlecht werden. Deshalb habe ich mir gedacht, hallo? Ach so, sollte vielleicht den richtigen Schlüssel nehmen. Deshalb habe ich mir halt gedacht, dass ich lieber jetzt gehe, als später, wenn es wieder regnet. Und da sind wir. Hier, das ist mein Sattel. Kennt ihr bereits, das ist der Massimo-Sattel. Ich habe auch ein Video gemacht, wo ich euch meine Ausstattung zeige. Kann ich euch gerne unten in die Infobox nochmal verlinken. Wie gesagt, hier ist diese rote Satteldecke. Und hier oben sind die Gärten. Und das ist meine. Und es ist einer runtergefallen. Ich stelle mal meine kurz hier so hin. Mit einer Hand ist das alles nicht so leicht, Mädels. So, jetzt kann ich meinen Pony holen, mein hübsches. Hä? Du hübsches Pony. Jo, die weiß, glaube ich, auch, dass sie hübsch ist. Manchmal steht sie so da und würde so posen. Was auch total süß ist, das kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen, aber wenn sie oben auf der Koppel ist, ganz oben, und ich pfeife dann, natürlich gibt es dann auch ein Leckerchen von mir, dann kommt sie immer runtergetrabt. Das ist so niedlich, also... Ich werde das mal, das nächste Mal werde ich das mal filmen. Jetzt so, also ich habe jetzt die kleine Maus mal geholt. Und jetzt zeige ich euch mal kurz die Stellen. Also die schaut relativ gut aus. Die ist jetzt wieder ein bisschen aufgegangen. Die ganz oben hier. Es ist halt getrocknet leicht. Ne? Ich muss da auf jeden Fall, habe ich da jetzt noch das Puderspray hin. Weil ich nicht will, dass das quasi wegen den Fliegen alles wieder offen wird. Hier, das ist auch okay. Schaut's da aus? Ja, also es wird besser, finde ich. Okay, hier hat sie wieder was Neues. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, das tue ich gleich nochmal drauf. Also ich tue jetzt halt auf allen Stellen, tue ich jetzt dieses Spray drauf. Sie macht das halt überhaupt nicht. Ich kann es verstehen, aber da muss sie sich gewöhnen, weil sie wird es ja öfters haben. Ist gut. Ist gut, Schatz. Ist gut. Das mag sie halt überhaupt nicht, wie ihr sehen könnt. Was auch wirklich krass ist, die hat so Stiche hier. Zum Beispiel den, seht ihr das? Das ist hier wie so ein Huggel. Das ist wie so ein, also es ist echt ein Stich. Und das hat sich hier auch. Mhm. Jo. Du bist hier sonst so brav, mein Schatz. Aber auch das müssen wir lernen, dass das uns nichts tut, sondern dass das irgendwie nur uns gut tut. Seht ihr das? Jetzt wird das hier eingesperrt und dann kommen auch diese scheiß Fliegen nicht drauf. Weil wenn natürlich das offen ist, dann setzen sich natürlich alle Fliegen drauf. Aber ich werde es natürlich jetzt auch nochmal wieder mit Mückenspray einsprühen. Und ihr seht, dieses Equimil, was ich gekauft habe, ist einfach gigantisch, weil man sieht überhaupt nichts mehr hier. Und auf der Seite, also es war ja eigentlich meistens immer auf der anderen Seite vom Pferd, also hier quasi, sie schubbert sich momentan überhaupt nicht und ich, ja, ich nehme das ungefähr jeden Tag her und das finde ich einfach geil, weil erstmal geht der Juckreiz dann weg. Ich zeige euch das Produkt mal. Und zwar ist es dieses hier, das habe ich von Equidox. Und was machst du, kleine Maus? Tust du mich anknabbern? Hä? Tust du mich anknabbern? Tust du mich anknabbern? Also das kann ich euch echt empfehlen, weil ich das echt super finde. Und jetzt muss ich noch ihre Hufe sauber machen. Schaut mal, die sind ganz dreckig. Und dann nehme ich, jetzt muss ich halt noch die Hufe sauber machen. Dann nehme ich immer so ein, ja, so ein Huf,
so eine Hufbürste und schrub die erstmal richtig schön sauber. Befreie die von diesem ganzen Schlodder, was sie da drauf hat. Am besten geht es natürlich dann noch, wenn ihr Wasser hernimmt. Aber es geht schon so auch. Und dann muss ich die Hufe noch auskratzen. Und dann geht's zum Sandplatz. So. Falls ihr mal so ein Hufpflegevideo sehen möchtet, mit was ich da die Hufe so pflege und so, schreibt mir das gerne. Jetzt verwende ich erst nochmal ein Fliegenspray. Und zwar, also das ist Fliegenblocker. Ihr seht das alles, was es hier für ein Blocker ist. Zeckenblocker, Fliegenblocker, Mückenblocker. Und ja, das sprühe ich dann ihr einfach drauf und ihr seht es gleich. Sie mag das eigentlich nicht so gern. Jetzt hat sie es gecheckt. Ist gut, Schatz. So, die checkt es halt noch nicht so, dass das eigentlich gut für sie ist. Ich meine, es riecht natürlich dann auch wieder unangenehm. Aber generell ist es einfach gut für sie, weil die ganzen Scheiß... Hallo! Gut! Fauni! Weil das alles dann... Ist gut. Ich weiß nicht, ob sie Angst hat vor dem Sprüh oder ob das einfach, weil das so komisch riecht. Ist schon alles wieder gut. Ist schon alles wieder gut. Schon alles wieder gut, Schatz. Ja? Jetzt ziehe ich ihr die Maske noch ab. Fliegenhaube und dann geht's los. Ja. Warte mal. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Platz. Was juckt dich denn so? Ha? Die scheiß Viecher, gell? Weiter? Irgendwas juckt sie gerade, irgendwas stört ihr am Kopf und schaut die schöne Mähne an. Oh, ich bin verrückt nach ihrer Mähne. Komm, was ist los? Da passiert nichts. Jetzt komm. Vorwärts. Komm. So ihr Lieben, ich bin gerade auf dem Sandplatz angekommen, wie ihr sehen könnt. Meine Kamera ist aus und deshalb ist es für mich schwierig, das Handy jetzt hier so zu positionieren, weil mein Akku ist leider leer. Sonst habe ich ja diese Kamera. Und die kann ich ja dann einfach auf den Boden hinstellen, aber mein Handy halt nicht. Deshalb weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Aber ich nehme euch jetzt halt einfach mal ein bisschen hier mit. Jetzt schaut sie gerade das Kälbchen an. Ui, Fonita, ein Kälbchen. Und es ist so süß, sage ich euch, dieses Kälbchen. Jetzt komm. Komm und scheret. So, jetzt schauen wir mal, ob sie das schafft. Läuft einfach alles nieder. Also das klappt leider nicht. Ich muss mich nämlich auch konzentrieren, nicht nur die Fonita. Deshalb werde ich jetzt halt einfach mal die Kamera ausmachen und ich werde euch einfach mal anders mal auf dem Sandplatz ordentlich mitnehmen. Aber schaut mal bitte die Mähne an. Ein Traum. Ich sag euch, sie ist gerade so erschrocken, weil das Blümchen, das andere kleine Pony da steht, hat sie mich jetzt gerade fast umgerannt. Heute ist alles wieder so aufregend und alles ist ein Riesenmonster. Selbst auch diese Pfütze hier ist ein Riesenmonster, wo wir nicht durchgehen können. So, haben wir uns beruhigt? Haben wir uns beruhigt? Können wir wieder weitermachen. So, sie hat das nächste Ungeheuer gesehen. Ein anderes kleines Pony. Die kennst du schon vom anderen Zaun her. Die stehen halt nur woanders. Okay Leute, wir haben erst gecheckt, dass unter uns kein Monster in der Pfütze ist. Wir stehen nämlich mit den Hufen im Wasser. Und wir haben es verstanden, oder? Haben wir es verstanden, Fauni? Was total süß ist, sie hat gerade so mit dem Wasser gespielt.
So, wir sind jetzt wieder zurück. Wir sind zurück vom Sandplatz. Fertig mit der Welt, meine Kleine. Und das kommt jetzt halt noch in ihr, sagt schon, jetzt fehlt mir das Wort. Hier hat sie nämlich einen Riss, so heißt es, ein Riss. Und meine Hufschmiedin hat gesagt, dass ich das dann da drauf machen soll, weil das dann desinfiziert, was da drinnen ist. Sie gibt das jetzt halt einfach mal hier so auf den Pinsel drauf, dann zeige ich euch das. So. Und dann gebe ich das einfach hier so hin und massiere das so ein. In diesen Spalt. Ja, Fauni, ist gleich vorbei. Du darfst gleich wieder flitzen auf deiner Koppel. Aber zuerst müssen wir noch die Hufe versorgen hier. Ja, das wäre schlecht, wenn das nämlich weiter einreißt. Ist gut. So, das ist glaube ich schon okay. Also man braucht wirklich nicht viel. Ich habe das jetzt einfach zu viel drauf getan. Und dann schrubbe ich das so ein bisschen ein wie so Zähnebürsten. Und das reicht aber dann auch schon. Das mache ich ungefähr alle 4 Tage oder so. Tue ich das drauf. Und das trocknet dann. So, meine Dame bekommt jetzt noch was zum Fressen. Und zwar einfach wieder Müsli. So eine Schippe Mineralfutter bekommt sie, einen halben Becher und Biotin bekommt sie auch noch für ihre Hufe. Da bekommt sie einen halben Becher voll. Ja, freut sich die Kleine wahrscheinlich schon drauf. Steht sie schon? Biene 1 steht sie da. Na, runter! Hey! Mein lieber Schieber, du. Sonst gibt's nichts mehr, gell? Wenn man so betteln muss. Zurück? Ja, brauchst nicht so schauen. Ist leider so. Ja. Und auf, hey, Fräulein. Da gibt's Ärger mit mir, gell? Jetzt bleib stehen. Die ist nämlich noch so ungeduldig. Und da muss man halt einfach mal ein bisschen Geduld jetzt haben. Ich weiß, ich bin auch nicht geduldig, wenn Schokolade vor mir liegt, aber... Naja, bitteschön. So, ich hoffe natürlich, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und nächstes Mal lade ich natürlich die Kamera für euch auf. Ganz fest versprochen, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Und mir ist super warm. Ich kratze dann jetzt noch schnell die Hufe aus. Und sie bekommt ihr Häubchen, was da hinten liegt, wieder auf. Und dann darf sie wieder auf die Koppel. Zu ihrer Freundin, die steht hier. Und ja, manchmal schmeckt das Müsli auch nicht so gut, aber jetzt scheint es ganz gut zu schmecken. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr natürlich auf ihrer Instagram-Seite vorbeischaut. Ihr Instagram-Profil heißt Fjordi Fornita. Das werde ich euch nochmal in die Infobox verlinken. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!